Im Nahostkonflikt haben die USA Israel aufgefordert, mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. Der Kampf gegen die Hisbollah-Miliz dürfe im Libanon nicht zu einer Situation wie im Gazastreifen führen. Das sagte US-Präsident Biden in einem Telefonat mit dem israelischen Premier Netanyahu, wie das Weiße Haus mitteilte. Zugleich betonte Biden Israels Recht auf Selbstverteidigung. Thema des Gesprächs war auch eine mögliche israelische Reaktion auf den massiven iranischen Raketenangriff vor gut einer Woche. Darüber will nach Medienberichten heute auch das israelische Sicherheitskabinett beraten. Und ich frage nach bei unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Christian Limpert. Welche Informationen gibt es denn mittlerweile über einen möglichen Angriff Israels auf den Iran? Es gibt Stand jetzt keine direkten Hinweise, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Vergeltungsschlag Israels hindeuten. Nach wie vor bleibt es aber dabei. Israel hat gesagt, dass es reagieren werde. Das hat der Verteidigungsminister gestern noch einmal bei einem Besuch von Soldaten bekräftigt, dass Israel einen so wörtlich tödlichen Schlag gegen den Iran vorbereite. Die Frage ist, wie genau der aussieht und wann er erfolgt. Das dürfte sicher auch das Thema gewesen sein, gestern in dem Telefonat zwischen Premierminister Netanyahu und dem amerikanischen Präsidenten, der ja zuvor gesagt hatte, dass er einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen nicht befürwortet. Er hat auch von einem Angriff auf iranische Ölanlagen abgeraten. Es ist davon auszugehen, das ist zumindest das, was hier israelische Medien interpretieren, dass da noch keine definitive Entscheidung womöglich getroffen wurde, beziehungsweise dass da ein hartes Ringen im Hintergrund gelaufen ist zwischen den Amerikanern, die eben eine zu harte Reaktion vermeiden wollen, aber eben auch zwischen der israelischen Seite. Und hier gibt es Politiker, die sagen, jetzt muss es einen harten Schlag, eine harte Antwort geben, insbesondere oder vor allem auf die iranischen Atomanlagen, weil das der Moment ist, so sehen Sie das zumindest, indem man dem Iran ja ernsthaft schwächen könnte. Währenddessen kämpft die israelische Armee weiter gegen die Hisbollah. Wie weit ist man denn damit bekommen, die Raketenangriffe der Terrormiliz auf den Norden Israels zu stoppen? Das ist ja der Ziel dieser Attacken. Es gab hier gestern den bislang stärksten und massivsten Raketenangriff auf die Hafenstadt Haifa im Norden. So heftig, wie wir das seit Kriegsbeginn nicht gesehen haben. Insofern ist es bislang nicht gelungen, die Raketen zu stoppen, wenngleich auch gestern die Luftabwehr viel abfangen konnte. Es gab keine Todesopfer, es gab nur in Anführungszeichen Verletzte. Aber das zeigt, dass die Hisbollah noch schlagkräftig ist, wenngleich die israelischen Militärsprecher sagen, dass man die Kommandostrukturen, die Kommunikationsstrukturen ernsthaft geschwächt habe. Auch hier rätseln Militärbeobachter und Experten darüber, wie viel Schlagkraft die Hisbollah noch hat. Es war ja vor Beginn dieser Eskalation davon ausgegangen worden, dass die Hisbollah bis zu etwa 140.000 Raketen hat. Da ist nun die Frage nach diesen massiven Militärschlägen, Luftangriffen Israels im Südlibanon, wie viel ist davon zerstört? Aber nach wie vor befinden sich Bodentruppen im Südlibanon. Wir haben hier heute Morgen auch wieder Meldungen, Berichte über erneut gefallene israelische Soldaten. Also das zeigt, dass ein längerer Krieg oder ein wirklicher Sieg über die Hisbollah nicht absehbar ist. Aber auch das muss man dazu sagen, ein Besiegen der Hisbollah ist auch nicht das erklärte Kriegsziel, anders als wir das im Gazastreifen mit der Hamas von israelischer Seite aus gehört haben. Es geht hier bei diesem Einsatz aus Sicht der Israelis darum, die Nordgrenze wieder zu sichern und die etwa 60.000 bis 70.000 Menschen, die dort oben aus ihren Orten fliehen mussten, die nach wie vor evakuiert sind, dort wieder hinzubringen. Stand jetzt ist dieser Moment noch nicht in Sicht. Und dabei setzt Israel ja auch immer wieder auf Luftangriffe. Und wir haben es gemeldet, die USA, die hat Israel aufgefordert, mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen im Libanon. Wie kommt das in Israel an? Das wird als Meldung sozusagen wahrgenommen. Grundsätzlich kann man sagen, die Angriffe gegen die Hisbollah, haben großen Rückhalt in der Bevölkerung, weil man eben nach einem Jahr die Situation im Norden des Landes landesweit als unerträglich betrachtet hat. Der Druck auf die Regierung, dort oben zu handeln, war groß. Aber ja, dieses Signal der Amerikaner, diese Ermahnung gibt es.
Die Frage ist, was sie bewirkt. Diese Ermahnung, muss man ganz klar sagen, gab es im Gazastreifen oder für den Gazastreifen mehrmals. Und wir haben dort eine humanitäre Katastrophe. Und es gab auch hier erneut den Aufruf der Amerikaner, dass man auch im Gazastreifen die humanitäre Lage nun dringend verbessern müsse. Und das war eine ganz klare Ansage an die israelische Seite. Kommen wir noch mal kurz zum Gazastreifen. Wie sieht es da aus gerade? Wird da auch immer noch gekämpft? Ja, da wird immer noch gekämpft. Am Jahrestag des 7. Oktober, also am Montag, hatte die Hamas noch einmal Raketen Richtung Israel geschickt. Die kamen bis nach Tel Aviv, wurden hier abgefangen. Aber das zeigt, die Hamas ist nicht besiegt. Das ist auch genau das, wovor Militärexperten, auch Stimmen aus dem Militär, gewarnt hatten, dass man die Hamas im Gazastreifen nicht in aller Gänze besiegen werde. Und es gab nun auch erneute Evakuierungsaufrufe für den nördlichen Gazastreifen. Das israelische Militär hat angekündigt, dort erneut vorgehen zu wollen gegen, so sagt das Militär, Stellungen der Hamas. Also in einem Gebiet, in dem schon sehr viel Zerstörung ist, in dem ein Großteil der Bevölkerung vertrieben wurde, in dem man die Situation eigentlich bereits aus israelischer Sicht unter Kontrolle hatte, gibt es nun erneute Kämpfe. Das zeigt, der Gazastreifen, die Hamas dort ist nicht besiegt. Christian Limpert, danke nach Tel Aviv. Nur wenige internationale Hilfsorganisationen sind noch im Libanon, darunter der Verein Zeltschule. Er hat provisorische Schulen für syrische Flüchtlingskinder im Libanon aufgebaut. Meine Kollegin Bibiana Barth hat Jacqueline Flori, Gründerin von Zeltschule, gefragt, wie sie die Situation im Libanon erlebt. Die humanitäre Situation vor Ort ist tatsächlich dramatisch. Also der Libanon ist ja seit Jahren ein Krisenland. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo wir dort nicht mitten in einer Krise uns befanden. Aber was jetzt im Libanon passiert, sucht wirklich seinesgleichen. Also das ist auch für viele der Einheimischen, auch der älteren Einheimischen, die den letzten Israelkrieg noch miterlebt haben, wirklich eine dramatische Situation. Und für viele syrischen Geflüchteten, die aus der Kriegssituation in das scheinbar sichere Land Libanon gekommen sind, ist das natürlich auch sehr retraumatisierend. Also unsere Kinder in den syrischen Flüchtlingslagern haben natürlich panische Angst, wenn sie Raketen fliegen sehen, wenn sie Explosionen sehen, wenn sie den Rauch riechen, wenn sie Menschen schreien hören. Das ist traumatisierend, auch wenn es uns in unseren Camps Gott sei Dank bislang nicht betrifft, weil ja wirklich vor allem auf Hisbollah-Gebiete gezielt wird. Aber dennoch ist es für das ganze Land schockierend und eine Riesenproblemsituation. Und die Situation führt auch dazu, dass sie jetzt auch viele libanesische Familien aufnehmen. Das ist natürlich ein Problem, denn syrische Familien haben unter der Hisbollah gelitten, haben Folter und andere schwere Misshandlungen erlebt. Jetzt leben sie zusammen mit libanesischen Familien, die zum Teil der Hisbollah nahestehen. Wie groß ist diese Herausforderung, das zu vereinen? Das ist ideologisch eine immense Herausforderung. Also Gott sei Dank wissen unsere syrischen Geflüchteten besser als jeder andere, wie es ist, heimatlos zu sein, völlig ohne Hilfe zu sein. Denn das erleben jetzt auch die libanesischen Binnengeflüchteten, dass es eben seitens der Regierung keinerlei Hilfsangebote, keine Unterstützung, nichts gibt. Und das ist natürlich auch etwas, was die syrischen Geflüchteten in den letzten 13 Kriegsjahren jeden Tag erlebt haben. Und deswegen ist die Gastfreundschaft, was ja schon absurd in sich klingt, denn die Syrer sind ja im Libanon und nehmen jetzt aber die Libanesen in ihren Camps auf, im eigenen Land der Libanesen praktisch, sehr, sehr großzügig und wollen unbedingt helfen und auch unbedingt für die Menschen da sein. Aber dennoch ist es ideologisch natürlich wirklich schwierig, wenn Menschen Zelt an Zelt, und das sind oft nur 30 Zentimeter dazwischen und sehr, sehr dünne Wände aus Planen leben, bei denen die eine Familie Nasrallah betrauert wie ein Familienmitglied und wirklich tief von der Hisbollah-Ideologie überzeugt ist. Und 30 Zentimeter weiter wohnt eine Familie, deren Familienmitglieder gestorben sind durch Hisbollah-Folterungen und Inhaftierungen. Also das ist eine riesengroße Herausforderung. Und die ist nicht nur in unseren Camps, sondern in diesem ganzen Land so, weil die Menschen, die auf der Flucht sind, sind zu 95% Schiiten, die Hisbollah nahe sind. Nicht alle sind von der Hisbollah überzeugt natürlich, aber sie sind zumindest näher an der Ideologie als viele andere Religionsgruppen im Libanon.
Sie arbeiten ja bis zur letzten Sekunde daran, die Schulen, Camps und Familien für den Krieg vorzubereiten. Wie passiert das? Wie kann man auf Krieg vorbereiten? Man kann eigentlich gar nicht auf Krieg vorbereiten. Man kann nur versuchen, das Worst-Case-Szenario sich vorzustellen und sich dann zu überlegen, wie können wir das irgendwie abmildern. Und das sieht tatsächlich von Schule zu Schule völlig anders aus. Wir haben Schulen, die relativ nah an Dörfern oder Ortschaften, also an festen Gebäuden sind. Da versuchen wir dann Keller anzumieten und die auch auszustatten mit Matratzen, mit Feuerholz jetzt bereits, weil wir davon ausgehen, dass dieser Konflikt auch noch in die Wintermonate andauern wird. Mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, das ist das Allerwichtigste. Wir stehen kurz vor einer neuen Cholera-Epidemie im Libanon, weil einfach für die vielen Menschen, die jetzt auf der Straße sind, die jetzt unterwegs sind, die jetzt heimatlos sind, nicht genügend sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht. Also das ist eine ganz große Priorität für uns, dass wir überall für Trinkwasser sorgen und Trinkwasser verteilen. Und wir versuchen einfach, diese Gefahrensituation so gut wie möglich aufzufangen, indem wir den Menschen etwas geben, wo wir sagen können, wenn es zum Schlimmsten kommt, dann könnt ihr dahin. Dort haben wir etwas für euch vorbereitet. Das darf aber nicht bedeuten, dass wir das, was jetzt im Moment passiert, nicht auch schon als dramatische Situation wahrnehmen, in der Hilfe passieren muss. Und auch jetzt bereits nehmen wir libanesische Geflüchtete auf. Auch jetzt bereits versorgen wir viele libanesische Geflüchtete, die auf der Straße leben, mit Nahrungsmitteln, Wasser, allem, was gebraucht wird. Und das hat eine große Priorität auch im Hier und Jetzt und nicht erst, wenn es noch schlimmer wird. Nochmal konkret bei Ihrer Arbeit auch nachgefragt. In den Zeltschulen werden ja bereits seit Monaten Vorräte angelegt. In einem Land, in dem akute Lebensmittelknappheit herrscht. Eine unfassbar schwierige Aufgabe. Wie schaffen Sie das und wie beschützen Sie diese vor Plünderung? Tatsächlich ist es so, dass die Camps eine Art No-Go-Area sind. Also die Libanesen, vor allem auch die Hisbollah, bevor es zu dieser Krise kam, wollen auf keinen Fall syrische Geflüchtete auf den Straßen. Aber es möchte auch niemand in diese Flüchtlingslager. Das heißt, wir werden immer wieder von allen Seiten gebeten, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Geflüchteten, so werden sie dort genannt, in den Lagern bleiben und nicht irgendwie auf der Straße rumlaufen. Und das machen unsere Geflüchteten auch nicht, weil sie viel zu große Angst vor den Hisbollah haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass kaum Milizen oder Hisbollah-Militärs in die Camps kommen. Die patrouillieren davor, um sicherzustellen, dass niemand das Camp verlässt. Aber es ist sehr selten, dass die Hisbollah oder andere Milizen in unsere Camps kommen. Deswegen sind unsere Lebensmittel und das, was wir dort haben, in den Camps eigentlich relativ sicher. Und es kommt kaum zu Plünderungen. Und ich glaube, dass es jetzt auch durch die Zivilbevölkerung im Libanon nicht zu Plünderungen kommt. Das vermeiden wir eben dadurch, dass wir ja allen zu helfen versuchen. Also man muss nur zu uns kommen und uns um Hilfe bitten, dann bekommt man von uns Nahrungsmittel und Wasser. Man muss uns nicht plündern. Und noch zuletzt gefragt mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie sind eine der letzten ausländischen Helferinnen, die noch im Libanon tätig sind. Dort einzureisen ist kaum mehr möglich. Wie müssen Sie sich als Helferin vor Ort auch schützen? Es war nie einfach im Libanon, auch vor diesem Konflikt schon nicht. Und es wird natürlich jetzt immer gefährlicher. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, gerade seitens der Hisbollah, die ja eine große Gefahr für uns und unsere Arbeit war, dass die Hisbollah jetzt einfach völlig andere Probleme hat und dass die Kommunikationsstrukturen maßgeblich geschwächt sind. Also seitens der Hisbollah ist es jetzt fast sicherer im Land als vorher. Aber vorsichtig müssen wir immer sein.